Fuck! Jetzt hat ja auch noch meinen Ton aus. Heute läuft alles echt ein bisschen komisch. Korea, du lässt doch nicht nach, oder? Pass auf, dass du nicht faul wirst, jetzt wo du die Teile für Ray hast. Die Feinde werden immer stärker. Wir sollten bald gehen, um uns vorzubereiten und Infos zu sammeln, die wir brauchen können. Ja, wenn die Folge eh schon von Anfang an so ein Fail war, dann kann ich heute auch einfach die hier endlich mal vorlesen. Grüß dich! Ich bin so froh, für dich zu arbeiten. Ich weiß, du bist neu in GGO, aber mit mir an deiner Seite musst du dich um nichts sorgen, versprochen. Ich werde alles tun, um dir zu helfen, damit du stolz auf mich sein kannst. Ich bin dein dir treu ergebener Android. Wenn du das hier liest, sind wir schon offiziell Freunde. Ist das nicht aufregend? Ich bin dein erster Freund in GGO sein. Hurra! Wenn du bei irgendwas Hilfe brauchst, zögere nicht zu fragen. Dafür bin ich da. Tolle Leistung. Ach, das glaube ich, mache ich nicht im Let's Play. Ich glaube, das ist ein bisschen langweilig. So. Mhm. So, hier. Bei Bauer Nabler in der Nähe. Aha. Mhm. Na dann. Gibt's denn keine neuen Quests? Scheinbar nichts. Ja gut. Läuft. Gucken wir mal, ob da noch irgendwie was ist. Ansonsten gehe ich nochmal raus und dann in die Reliktwildnis und farm halt ein bisschen. Ist ja auch eine Variante. Ja gut, hier gibt's wohl auch nichts. Gucken wir mal, ob bei den SPC-Glocken irgendwas passiert. Ich warte ja irgendwie, dass eine Zwischensequenz oder sowas kommt. Hm. Oh, da gibt's was Neues zum Reden. Talk to me, babe. Meister, irgendwas fühlt sich komisch an. Huch, was ist denn los? Ich spüre etwas da drüben. Ich werde das mal überprüfen. Ich muss wissen, was es ist. Ich kann es nicht ignorieren. Hast du das Ray gehört, Zane? Auf geht's. Wir können sie nicht allein lassen. Astolik, glaubst du, was du da tust? Du Trottel, lass unsere Jagd vermasseln und jetzt sind wir tief in den roten Zahlen. Wie willst du das bitte wieder gut machen? Hm? Tut mir leid, Mann, aber alle anderen sind tot. Allein kann ich nicht fehlen. Oh, also ist es unser Fehler, was passiert ist. Meinst du das? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du nährst uns tierisch, weißt du das? Aber ich habe eine Idee. Gib mir all deine besten Waffen. Was? Verstehst du daran nicht? Ich werde posten, was für ein Weicher du bist. Ist doch egal, es betrifft doch nur deinen verdammten Avatar. Ja, sieh das als Herausforderung. Das wird dir als Übung dienen und dich zum besten Spiel in GGO machen. Du schuldest uns was für dein Versagen. Und das nimmt einen schlechten Lauf. Das ist einfach nur ein Haufen Rüpel. Ich kann dich einfach nur zusehen. Ich werde dir meine Meinung sagen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Ray. Die sehen echt brutal aus. Brutal! Wir sollten lieber einen Admin benachrichtigen. Ich kann nicht einfach nur rumstehen. Aber ich kann nicht anders. Ich wusste, du würdest auf meiner Seite sein, Meister. Hör mal, ich verstehe ja, dass du das Richtige tun willst, aber glaubst du im Ernst, dass du es auf deinem Level mit so vielen Leuten aufnehmen kannst? Ich muss Korea zustimmen, es braucht eine Menge Stärke, für seine Glaubenssätze anzutreten. Izuki, was machst du?
Alles gut, damit werde ich fertig. Hey du, lange nicht gesehen. Sprichst du mit mir? Moment mal, du bist Izuki, der Spieler ganz oben auf der Rangliste. Ja, das bin ich. Izuki, dein Freund, dein alter Kumpel, könnte man so sogar sagen. Hm? Tut mir leid, so bei eurem kleinen Wiedersehen dazwischen zu funken, Izuki, Kumpel. Wir müssen uns aber um dringende Angelegenheiten kümmern. Oh, müsst ihr? Tut mir leid. Aber ich muss ihn mal für ein Weilchen ausleihen, wenn das okay ist. Hey, willst du einen Streit mit uns anzetteln, du Mistkerl? Normalerweise sofort, aber kann man überhaupt von einem Kampf sprechen, wenn klar ist, dass ich dabei nicht mehr in Schützen komme? Lasst mich einfach nicht meine Zeit mit euch verschwenden, sonst geht ihr alle drauf, wollt ihr das? Tch, na gut, du gewinnst, nimm einfach diesen Idioten und geh mir aus den Augen. Das ist schon besser, gut, du kommst mit mir mit. Aber sicher! Sicher, sicher. Danke, dass du mich gerettet hast, du kennst mich gar nicht und trotzdem. Nicht der Rede wert, lass dich einfach eine Weile nicht sehen und lock dich in nächster Zeit nicht ein, okay? Ich sorge dafür, dass diese Halunken aus dem Verkehr gezogen werden. Ja gut, danke. Ich danke dir sehr für deine Hilfe. Und wie genau stellst du dir das mit dem aus dem Verkehr ziehen vor? Ich habe das ganze Gespräch aufgezeichnet, lasse es den Admins zukommen. Sie sollten eine Verwarnung bekommen und wenn sie sich noch dann was leisten, war es das mit ihren Accounts. Und übrigens, es ist Zeit, dass du dich an die Arbeit machst, Taipan. Ja, ich werde mich schnellstmöglich darum kümmern, Sir. Vielen Dank, dass du dazwischen gegangen bist, Izuki. Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Keine große Sache. Du brauchst mir nicht zu danken. Habt ihr etwas vor? Ich dachte, ihr könntet zu mir kommen und wir können eine Weile rumhängen. Hört sich gut an. Super, also auf geht's. Was will der mit uns machen? Ja, schauen wir. Da wären wir. Trautesheim, Glück allein. Willkommen zurück, Izuki. Haben wir Gäste? Ich gehe und setze Tee für sie auf. Nein, das passt schon. Sie sind gute Freunde und als guter Gastgeber übernehme ich das. Ihr könnt jedenfalls draußen am Tisch Platz nehmen. Aha. Worüber willst du reden? Korea hat etwas, das sie als perfekt ältere Schwester bezeichnet. Ist das wirklich so etwas Besonderes? Worüber willst du reden? Nichts. Ich will ja nicht prahlen, aber ich glaube, ich besitze das Zeug dazu, ein guter Soldat zu sein. Wäre ich nicht in Japan geboren, wäre ich garantiert schon Sergeant. Aha. Geht es nur mir so, dass Chichio in letzter Zeit eintönig geworden? Man findet nur schwer Gegner für PvP. Fast jeder, den ich herausfordere, rennt einfach weg. Oh, sei nicht so streng mit dem Spiel, obwohl ich zugeben muss, dass es schon nett wäre, wenigstens einen guten, echten Kampf hier zu erleben. Hey, wollt mich auf den Chefsessel locken? Haben dich meine wilden Freunde überrumpelt? Sie haben echt den GGO-Stil getroffen. Ja, da hast du recht. Die haben schon drauf, aber einige von ihnen haben ein paar Ecken und Kanten, um es nicht auszudrücken. Vielleicht ist dir das nicht klar. Bezugsmannschaft Alpha, das ist ziemlich berühmt in GGO. Sie gehören tatsächlich zu den besten 5 Mannschaften im Gruppenkampf. Ich habe gehört, dass man nicht mal eingeladen wird, wenn man nicht zu den Besten der Besten gehört. Eigentlich haben wir bei der Alphard keine solch offiziellen Richtlinien. Bloß Izuki und nur Izuki allein entscheidet, wer Mitglied wird. Verzeihung, ich hätte mich schon früher vorstellen sollen. Ich heiße Taipan. Es ist mir eine Freude, deine Bekanntschaft zu machen. Taipan ist eigentlich derjenige, der das Schiff leitet. Ganz ehrlich, ich hänge meistens so rum und vertrödle meine Zeit. Du bist zu bescheiden. Keiner wäre in unserer Mannschaft, wenn er dich nicht respektieren und bewundern würde. Obwohl ich mir vielleicht wünschen würde, dass du länger mit anderen Mitgliedern üben und ihnen beim Trainieren helfen würdest. Ich kann nicht mehr sagen, dass ich überrascht bin zu hören, dass du so beliebt bist. Du bist stark und klug. Natürlich zieht das Leute an. Ziemlich scharfsichtig, Miss Korea. Deine Worte treffen genau ins Schwarze. Okay, jetzt übertreibt ihr aber. Ich höre doch nur Leuten zu und versuche so viel wie möglich zu helfen. Manche suchen Anerkennung, manche wollen einfach nur cooler aussehen, andere wollen mit Waffen rumballern und wiederum andere sind nur scharf aufs Kämpfen. Wobei, letztlich alle stärker werden wollen. Sie wollen ihr wahres Potenzial ausschöpfen. Aber weißt du, ich wundere mich schon, was hat es mit diesem virtuellen Raum auf sich, dass er derart das Vertrauen der Leute stärkt? Kommt dir das wirklich so komisch vor? Die Leute spielen natürlich Spiele zum Erfüllen ihrer Wünsche.
Natürlich, eine interessante Art, das auszudrücken, aber stimmt schon, viele Spieler in VR-MMOs haben große Ambitionen. Wenn man sich ansieht, wie normal das hier in GGO ist, dann ist es natürlich gewissermaßen. Richtig, das meine ich, aber das sind bestimmt nicht alle. Einige spielen sicher auch zum Spaß oder weil sie Freunde finden wollen. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Deiner Meinung nach kommen die Leute zu GGO, um etwas Bestimmtes zu finden, was sie vermissen. Ich glaube, ich habe keine Lust mehr, das vorzulesen. Ich glaube, ihr könnt alle sicher das Ding lesen. Keiner hat das Bild auf so minimal gestellt, dass es nicht lesen kann, was da steht. Deswegen werde ich immer nur durchklicken. Du verfügst. Rechtschreibung OP. Sei doch nicht gleich beleidigt. Ups. Yay! Kurier, geh ab und zu raus. Auf der Glocken geht, das heißt, er sei den Vorkommnissen auf der Flügel. Du solltest dich mal umschauen, damit du es selbst siehst. GGO besteht aus mehr als nur Quests und Kämpfen, weißt du? Ja, ich glaube, dann war es erstmal mit dieser Folge. War sehr viel Gelaber. Wir haben einen neuen Freund. Wir haben am Anfang ziemlich hart gefällt, was den Ton anging. Läuft's.